Hallo, grüß euch in meiner Klemmwerkstatt. Ich habe heute meinen neuen PC bekommen. Es ist ein Acer Predator, da steht es, Acer Predator Orion 3000. Den hat mir ein Zockerkollege empfohlen und nachdem ich ja zwei sehr alte PCs habe, einen Laptop, alles läuft nicht so rund mehr, wollte ich unbedingt einen neuen haben. Budget 1700 Euro und das ist er geworden. Und jetzt ist er da. Okay, ich werde ihn auspacken und dann werden wir schauen, was da alles drinnen ist. Bis gleich. Big Quantum heißt der langjährige Zockerkollege, der mir den empfohlen hat. Für meine Ansprüche sollte es reichen. So Profi-PC-Zocker bin ich eh nicht und darum wird das schon passen. Was wir da drin haben. Apropos, da wird gerade noch sortiert ein bisschen, aber ich musste das Sortieren auf die Seite schieben, weil ich ja den PC bekommen habe. Endlich ist er da und da wird nicht weiter sortiert, sondern ausgepackt. So, wir haben da mit einer Hand auspacken natürlich ein Gras. Aha. Maus und Tastatur an. Okay, ja, Maus ist dabei, Tastatur ist dabei. Ihr seht da ein Kabel. Da sieht man schon ein Oberteil vom Ding. Ich werde das jetzt auspacken und herausnehmen und dann da ist die Maus und da hinten ist die Tastatur, ja genau, und da ist der PC, da haben wir Pickeln und so weiter. Okay, ich packe das jetzt einmal komplett aus und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder, schaut aber edel aus vorne mit Glasscheibe, beleuchtet der Lüfter, ich habe gesagt, ich brauche nicht viel Beleuchtung und LEDs und Dings, der kommt eh unter den Tisch wahrscheinlich rein. Das ist schade drum, das kommt nicht zur Geltung, muss nicht sein, das ist gescheiter, ich habe bessere Sachen innen drinnen als die Beleuchtung außen und den ganzen Schnickschnack, das ist nicht wichtig für mich. Predator Tastatur, ganz eine normale, aber super, dass da Zahlenfeld extra, das ist für mich wichtig, das brauche ich, mache die Zahlen da oben nicht, sondern ich habe sie lieber extra noch und eine ganz normale Maus, schauen wir mal, wie sie ist dann. Da, schauen wir mal, wie die in der Hand liegt. Liegt nicht so schlecht, na schauen wir mal. Okay, das war's einmal, mein kleiner Haul. Endlich ist der PC da, endlich habe ich einen neuen. Ich ärgere mich eh schon ganze Zeit mit meinem Klumpert, was ich da seit Jahren habe. Ist ja auch schon etliche Jahre alt. Passt. Gut, okay, das war's jetzt im Schnellverfahren aus der Klemmwerkstatt. Mein neuer PC zum Videos aufnehmen, eben für die Klemmwerkstatt oder eben zum Zocken. So, ausgepackt, hergestellt, grob ist er installiert, ja. Ein paar Spiele installiert und er läuft einmal, aber ich muss jetzt noch das Stream Deck installieren, meine Einspielkarte, die Avamedia und ja, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber die ersten Päckchen
von meiner Bestellung sind gekommen. Was ich da eben sehe, ist der Monitorhalter. Ich habe hier nämlich einen Zweierarm, der kommt dann in mein Zockerstudio, aber den Dreierarm brauche ich hier. Und darum habe ich mir noch einen Monitor geholt, damit das gleich ist, sind das natürlich drei gleiche Monitore für hier. Und da brauche ich natürlich auch einen Arm für drei Monitore und ein paar bisschen was Kleines dazu. Aber auspacken werde ich das im nächsten Video, weil ich werde das natürlich alles abbauen müssen und neu arrangieren. Der PC kommt dann runter, der alte PC kommt dann weg, den habe ich dann nur mehr zum Arbeiten im Büro. Und da kommt dann der neue her und das muss ich alles ein bisschen, weil der Tisch wird immer voller und voller und ich will ja hier bauen. Ich habe dann keinen Platz. Somit muss ich hier noch ein bisschen Zeit investieren, das richtig zu installieren und das braucht ein bisschen Zeit. Darum werde ich hier das Video mal abschließen. Aber freut euch auf das nächste Video, dann werde ich das schon auspacken und euch zeigen, was ich hier gekauft habe. Man sieht es eh schon grob, hier ist Monitorarm und hier ist der Monitor selber, der dritte. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so Kleinigkeiten, Adapter und Kabel und was weiß ich, keine Ahnung. Alles, was ich halt noch brauche, aber es ist noch nicht alles. Es muss noch was kommen in den nächsten zwei Tagen. Okay, dann das war's einmal. Danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und lasst mir ein gratis Abo da. Da haut auf die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Würde mich echt freuen. Und schreibt mal einen Kommentar. Und ja, wie gesagt, die 5000... Für die Game-Werkstatt habe ich schon längst überschritten. Ich werde dann, wenn das wirklich alles installiert und montiert ist und wirklich fix und fertig ist, dann werde ich noch einmal eine Zusammenstellung der Ausgaben machen. Wobei hier noch das alte Mikrofon ist. Da besorge ich mir auch noch ein neues Mikrofon. Also es kommen noch weitere Kosten. Also der Preis steigt. Und steigt und steigt. Okay, aber das war's jetzt. Genug gelabert. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, Baba. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Baba.